Okay, so geht's nicht. Schade. Dann halt nach der guten altbekannten Manier. Ah, los, mach die ganze Scheiße. Oh, eine Seite des Buches ist der Tod. Schön. Ja, Amok. Der gute Amok tot. Die Gräber hier leider gar nicht kaputt. Ich dachte, vielleicht wäre da noch mal ein bisschen Geld aus den Särgen rauszuholen. Aber so dann halt nicht. Gut, was haben wir hier? Einmal aufwärts, bitte. Okay, da geht's nur abwärts. Nein. Wo soll denn hier eine Truhe sein? Unter uns? Über uns. Vermutlich. Da ist wieder so ein Zeichen an der Wand. Also werden wir vermutlich hier irgendwo... Ah, okay. Einmal ringsrum müssen. So. Jetzt erstmal rückwärts. Alles klar. Nette Kletterpassage. Wirklich nett. Aber um den Fuß auszutricksen, muss man dann doch früher. So, wohin? Da lang und dann runterfallen lassen, dann wäre es das wirklich? Da vorne ist nichts anderes als dieser Haken. Nein, lass dich fallen. Okay, ich muss mich wieder zwiespalten. Schon klar, dadurch geht hier das Ganze auf. Einer meiner beiden Ichs wird jetzt das andere Pad bedienen müssen. Charles, ich habe dir den Weg frei gemacht. Du kannst dann los. Okay, Frederik. Wie machen wir das Ganze denn jetzt? BWS irgendwas, bla bla bla. Ich müsste doch irgendwas haben, womit ich... das jetzt habe. Was habe ich jetzt geöffnet? Wenn ich hier runtergehe, geht das doch bestimmt da auch wieder zu, oder? Ja. Ah, warte mal. Das ist ja interessant. Das kann man also Stück für Stück machen. Okay, warte. Dann müssen wir erst auf den Charles wechseln. Und der gute Charles wird dann dieses Gerät... Nein. Erstmal hier rausziehen. Na komm.
Und dann Charles. Na komm. Jetzt stellen wir uns da oben drauf. Und teilen uns noch einmal in zwei. Was muss genau hier? Ich brauche beide unbedingt. Ist das so? Aha, siehst du mal. Nee, nee, hier erstmal noch den ranziehen. Nein. Ach ja, dann machen wir das halt so. Nein! Frederik, jetzt stell dich nicht an. So. Jetzt so, genau, richtig. Und dann jetzt von hier aus gesehen mit dem Frederik erstmal auf das andere Pad stellen. War es das? Ja. Na komm, halt fest. So. Frederik und Charles. Ach ja, die Jungs. Das Pad benutzen hier, um damit eine Mechanik auszulösen? Ja, kann ich. Okay. Yay! Na geht doch. So. Na geht doch. Wunderbar. Yay. Jetzt konnten wir endlich den Laser da aktivieren und jetzt können wir den ganzen Schund mal benutzen, um den runterzufahren. Wunderbar. Mega Power Laser. Oh mein Gott, ich war doch da oben drauf. Wo geht's hin? Oh! Der Mega-Aufzug hier, den kann ich also. Ah, ja. Das macht so verdammt todesviel Sinn. Das kann ich nicht aufheben. Ich hab noch nicht mal das Tag bekommen, gerade eben bei den letzten Kämpfen, ey. Die Power Ghouls, die haben es einfach drauf. Ich bin nämlich der Naruto-Tod. Kuchios Ninjutsu. Ich benutze Edo Tensei, eine verbotene Technik. Unmöglich. Es ist unmöglich. Alter, nichts ist unmöglich. Wir hören schon wieder immer schreien. Da vorne kommt der erste Drache irgendwas. Und hier ist dann die Absperrung. Auf in den Kampf. Ehre oder Tod. Und tot bin ich. Heilige.
Der klagende Gastgeber, Alter. Kannst du mir ganz gut nicht verarschen. Ja, toll, ich darf meine Hände angreifen, wenn er mir dann damit einen auf den Stehtsbaum hat. Ich könnte noch ein paar von denen gebrauchen. Was hin? Zeig dich, Bestie! Was willst du darstellen, verdammte Mist? Was ist das? Fuck, was mir gegenüber tut. Ihr seid tot, so bleibt es auch. Du holst deine Toten. Ich hol meine. Thank you.
Oh yeah. Bestie hatte keine Chance. Doch ihre Dreistigkeit mag nicht unbemerkt bleiben. Ich kann nicht. Führen wir also unseren Weg fort. Was mag uns wohl jetzt erwarten? Reiter, ich glaube, du hast gerufen. Kein Vater. Mich suchst du. Und wo sonst sollte ich sein, als in der Stadt der Toten? Möchtest du eine Frage stellen? Oder einfach hier stehen, als hättest du einen Geist gesehen. Wie kann ich den Quell der Seelen erreichen? Der Quell der Seelen ist ein Ort von unvorstellbarer Macht. Schlüssel zu Leben und Tod. Zur Schöpfung selbst. Und deshalb hat der Quell seinen eigenen Schlüssel. Einer, der vor langem geteilt wurde. Die Engel bewahren eine Hälfte, die Dämonen die andere. Und niemals werden sie sich treffen. Es sei denn, du willst deinen Bruder wirklich retten. Um Krieg zu retten, nehme ich die Weiße Stadt ein. Dessen bin ich mir mehr als sicher. Aber es muss nicht sein. Die Engel haben Reiche hinter der Weißen Stadt. Ebenso wie die Dämonen hinter ihrem dunklen Reich. Alles wird dir klar werden, sobald du den Baum erreichst. Das habe ich bereits, Krähenvater. Und doch musst du den Baum erneut finden. Und gehen, wohin er dich auch führt. Absalom lebt? Ja, Absalom lebt noch. Sein Zorn und seine Agonie verbreiten sich als Verderben. Und er wird die ganze Schöpfung ungeschehen machen, um das Gleichgewicht zu zerstören. Ich habe Absalom einst getötet, Krähenvater. Könnte ich zurück, würde ich ihn verschonen. Ich bezweifle, dass er dir denselben Gefallen tun würde. Okay. Okay, und du, Krähenvater, beantwortest mir Folgendes. Wie kann ich die Menschheit wiederherstellen? Im Quell der Seelen beginnt jegliches Leben. Dort werden die Seelen der Toten in ihre neuen Leben geführt. Ich habe die Bestie getötet, die diesen Ort heimsuchte. Ich habe die Seelen der Menschheit befreit. In anderen Zeiten würde das reichen. Aber etwas entzieht die Macht aus dem Quell und hinterlässt nur das Nichts, wo einst Leben war. Ich fürchte, du hast die Seelen nur in weitere Qualen entlassen. Dann gibt es keine Hoffnung. Die Menschheit ist verloren. Nein. Selbst jetzt trägst du die Macht, um den Quell wiederherzustellen. Die Nephilim? Wenn du ihre Seelen opferst, ja. Nur sie haben die Macht, ungeschehen zu machen, was geschehen ist. Sie opfern, wo wir doch selbst einer ihrer waren. Also muss ich die Nephilim opfern, um die Menschheit zu retten? Die Nephilim sind tot, durch deine eigene Hand. Dieser gebrochene Talisman ist alles, was übrig ist. Würdest du sie in dem Käfig an deiner Brust ewigen Qualen überlassen? Kehre zum Baum des Todes zurück. Anonym hat ein Geschenk für dich hinterlassen.
Wir reden noch ein weiteres Mal mit ihm, Krähenvater. Der möchte aber nicht mit uns reden. Dann ist es wohl an der Zeit, eine Schnellreise zu verführen. Moment. Und dafür müssen wir erstmal irgendwo hin, wo wir... Psychameron. Vermutlich. Oder die Feuerprobe noch ein weiteres Mal aufsuchen. Aber die können wir ja auch von jedem anderen Ort aus erreichen. Die konnten wir ja auch schon in der anderen Welt benutzen. Ah, jetzt ist der Krähenvater hier. Nicht so schnell weiter. Du folgst mir. Das tue ich. Ich werde hier bleiben, beim Baum, solltest du mich brauchen. Und Asches Schnabel spürt mehr als nur Leichen auf, Reiter. Folge ihm, dann wirst du den Schlüssel finden. So einfach kann das doch wohl Asche nicht folgen, sein. Den Schlüssel finden? So einfach kann es doch nicht sein, Krähenvater. Du hast vielleicht recht, Tod. Die Zukunft ist ein Geheimnis, das nicht einmal ich hüten kann. So, aber jetzt, bevor wir dann da lang gehen, es soll doch da lang gehen, oder? Möchte ich fürs Erste nochmal zurück in das andere Reich. Bin ich von hier gekommen oder von hier? Wohin führt mich dieses? Ah, zu den Erschaffern. Gut. Denn da möchte ich auch mal ganz kurz mit euch hin. Zu den Schmiedelanden, richtig. Ja, richtig. Ah,